Was ist Sniping überhaupt? Welche Spieler sollte man überhaupt snipen? Die beste Technik, um zu snipen? Wie mache ich das möglichst schnell? Da geht es ja um Schnelligkeit. Und wann sind die besten Tage zum Snipen? Was geht ab, Männers? Und herzlich willkommen zum allerersten FIFA 21 Video auf meinem Kanal. FIFA 21 hat gerade begonnen und wie jedes Jahr fragt sich natürlich wieder jeder FIFA-Spieler, wie bekomme ich möglichst schnell Coin zusammen, um mir möglichst schnell mein Traumteam leisten zu können? Und da möchte ich dir gerne eine von drei Methoden heute zeigen, die ich in FIFA 20 bereits genutzt habe und auch in FIFA 21 wieder anwenden werde, um viele Coins zu machen, um mein Traumteam zu bekommen und das Ganze ohne Geld in FIFA 21 zu stecken. Das Ganze ist nämlich relativ gut möglich. Wenn ihr die anderen beiden Methoden auch noch wissen wollt, gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren. Dann sehe ich, wenn euch das Video gefällt, dass ihr die anderen beiden Methoden auch noch sehen wollt. Und dann werden wir da schon was wuppen können. Die erste Methode, um die es sich heute handelt, ist die Web-App-Sniping-Methode. Viele von euch werden die wahrscheinlich auch schon kennen und sie auch erfolgreich anwenden können. Aber für diejenigen, die sie noch nicht kennen oder vielleicht auch für diejenigen, die jetzt gerade erst mit FIFA angefangen haben und überhaupt keine Ahnung haben, was das überhaupt sein soll. Keine Sorge, wir werden das Schritt für Schritt durchgehen. Wir werden beantworten, was ist Sniping überhaupt? Welche Ziele verfolgt man mit Web-App-Sniping? Welche Spieler sollte man überhaupt snipen? Was ist die beste Technik, um zu snipen? Wie mache ich das möglichst schnell? Da geht es ja um Schnelligkeit. Und zu allerletzt, wann sind die besten Tage zum Snipen? Das werde ich jetzt alles beantworten und ich würde sagen, wir switchen direkt mal in die Web-App um. So Freunde, ich habe mich in die Web-App eingeloggt und ja, ich möchte euch auch direkt erstmal erklären, was Sniping ist, beziehungsweise was ist das Ziel dahinter. Und zwar ist es ja in FIFA Ultimate Team so, dass jeder Spieler oder auch jedes Objekt einen gewissen Marktwert hat, zu dem es auf jeden Fall verkauft wird. Sprich, der Marktpreis von einer, ich möchte jetzt keine Karte nennen, aber zum Beispiel eine Goldkarte, eine spezielle, ist beispielsweise 1000 Münzen wert und wird für 1000 Münzen verkauft. Dann ist das Ziel vom Sniping, diese Karte unter Marktwert per Sofortkauf zu kaufen, beispielsweise für 800 Münzen zu kaufen und dann für 1000 Münzen weiter zu verkaufen, und die Spanne zwischen 800 und 1000 minus die 5% EA-Steuern ist dann der reine Gewinn. Also es ist wirklich kein Hexenwerk. Snipen bedeutet also übersetzt einfach nur Spieler unter Marktwert kaufen und dadurch dann Coins zu generieren. Jetzt fragst du dich natürlich, ja cool, klingt ja erstmal spannend, aber worauf soll ich denn überhaupt snipen? Gibt es da irgendwie was zu beachten? Prinzipiell kannst du alles snipen, guck nur halt vorher, was die Karten wert sind. Und denk dran, dass du 5% EA-Steuern vom Verkaufspreis noch bezahlen musst, das geht dann ab. Und es gibt natürlich einige Sachen, die man besonders gut snipen kann. Es gibt zum Beispiel beliebte Verbrauchsobjekte, wie zum Beispiel... jetzt wird meine Community wieder lachen. Chemistry Styles, ich kann es einfach nicht aussprechen. Ich muss selbst lachen, wenn ich sage. Wie Hunter oder Shadow, die sehr, sehr beliebt bei der FIFA-Community sind. Die sind beispielsweise im Moment, ich glaube, Manta habe ich gerade geguckt, geht für 3500 Münzen sofort weg. Nach 3-4 Minuten, also der ist sofort weg. Den wirst du also auf jeden Fall los. Und den probierst du dann beispielsweise für 3000 Münzen zu ersnipen, um ordentlich Gewinn mitzunehmen. Sagst du natürlich, ja, wenn ich den für 3000 snipe und den für 3500 Münzen verkaufe, das sind minus EA-Steuern 450 Münzen Gewinn gefühlt. Das dauert ja ewig, bis ich da mal ordentlich Coins zusammen habe. Ja, aber es ist auch oft so, dass Spieler für deutlich weniger draufkommen, die du dann mitsnipest. So ein Hunter kann auch mal, weil sich jemand verklickt, für 300 Münzen auf den Transfermarkt kommen. Heißt, du machst mal mehrere tausend Münzen Gewinn mit einem Snipe direkt. Also davon nicht abschrecken lassen. Was du natürlich auch immer gut im Auge behalten kannst, sind SBCs. Beispielsweise jetzt hier in dem Beispiel die Top-Partien. Wenn wir da draufklicken, Herausforderungsbedingungen, mindestens 3 Spieler von Belgien. Heißt, FIFA-Community braucht belgische Spieler. Wir gucken mal auf dem Transfermarkt. Ich habe es schon mal eingegeben. Belgische Spieler, was die denn wert sind. Wenn wir 600 Münzen eingeben, kriegst du nicht. Die sind schon mal mindestens 600 Münzen wert.
700 Münzen, da siehst du, sind welche drauf. Die sind keine 2 Minuten drauf, dann werden die per Sofortkauf also für 700 Münzen verkauft. Heißt, du probierst jetzt beispielsweise belgische Spieler für 500 Münzen zuerst snipen, um sie dann direkt für 700 Münzen, wenn du die sofort wieder loswerden willst, auf den Transfermarkt zu stellen und dann Gewinn mitzunehmen. Guck mal, hier sehen wir direkt einen für 200 Münzen, den kriegen wir jetzt nicht, weil wir zu lange brauchen. Für 200 Münzen wurde der jetzt hier draufgestellt. Guck mal, wenn wir jetzt hier draufklicken, der ist sofort weg. Ach, kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht. Okay, ich hab zu viel auf der Liste. Vergessen wir es. Auf jeden Fall, der wird schon weg sein. 200 Münzen, du kriegst ihn für 700 Münzen los. Heißt 500 Münzen. Einfach mal mit einem Snipe direkt Gewinn gemacht, wenn du ihn jetzt bekommen hättest hier. Ich zeige euch das Ganze jetzt auch mal auf meiner Transferliste. Ihr habt ja gerade gesehen, die sind... Die ist voll. Wir gucken einfach mal Startseite, nicht zugewiesene Objekte. Sehen wir hier zum Beispiel... Die habe ich mir als Snipe, die muss ich noch draufstellen. Die gehen für 700 Münzen safe weg. 200 Münzen, 200 Münzen, 200 Münzen, 400 Münzen, 200 Münzen. Heißt hier schon mal locker 2000 bis 2500 Münzen Gewinn mit den Snipes gemacht. Innerhalb von, ich glaube, 10 Minuten oder so. Also das geht wirklich, wirklich gut. Um euch das auch nochmal zu zeigen, dass die weggehen. Hier seht ihr, belgische Spieler. Alle für 700 Münzen verkauft. Hier unten haben wir Hunter. 3500 Münzen verkauft. Die habe ich maximal für 3000 eingekauft. Was man natürlich auch machen kann beim Sniping, es gibt im FIFA eine gewisse Price Range für Spieler, die manchmal einfach von EA zu niedrig angesetzt wird. Heißt, so ein Traoré kannst du maximal für 15.000 Münzen draufstellen. Den kriegst du aber nicht, weil alle den haben wollen. Da wird die Price Range irgendwann angepasst. Und dann wird er vom Preis her sich verdoppeln, verdreifachen, teilweise vervierfachen, wenn nicht sogar mehr. Also Price Range Spieler kannst du auch immer relativ gut mitnehmen. So Freunde, jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist die beste Technik zum Snipen? Ich zeige euch jetzt mal, warum wir in der Web-App sind, weil beim Snipen kommst du auf Schnelligkeit an. Ihr seid wie gesagt nicht die Einzigen, die diese Methode machen. Deswegen zeige ich euch jetzt das Ganze mal anhand eines Beispiels. Wir bleiben bei dem Beispiel Belgien. Wir geben jetzt hier erstmal 750 Münzen ein, damit ich euch erstmal das Problem zeigen kann. Was entsteht. Da gibt es nämlich gleich einen einfachen Trick für. Wir gehen auf Suchen und der Weg von Suchen zu jetzt kaufen, da machst du schon einige Meter mit der Maus. Das kostet Zeit und wir wissen, beim Sniping haben wir keine Zeit. Heißt, in der Zeit, wo wir mit der Maus rübergehen auf jetzt kaufen und dann noch bestätigen, ist der Spieler schon längst weg. Heißt, da gibt es jetzt einen einfachen Trick und zwar drücken wir F11 für das Vollbild und zoomen. Bei mir ist 175er Zoom perfekt, da müsst ihr das mal ein bisschen bei euch ausprobieren. Zoomen ran. Und jetzt werde ich euch zeigen, warum wir das machen. Nämlich, wir gehen auf Suchen hier unten. Und ihr seht, der Jetzt-Kaufen-Button ist direkt dahinter. Heißt, das sind zwei Klicks, die wir innerhalb von wenigen Millisekunden hintereinander machen können. Und wir müssen quasi jetzt nur noch mit Enter bestätigen, dass wir ihn haben wollen. Wir probieren es direkt mal aus. Ich hoffe, es klappt jetzt. 500 Münzen, für den Preis wollen wir den haben. Gehen hier unten auf Suchen. Ah, da waren wir leider zu langsam. Aber ihr seht, die kommen wirklich minütlich. Die kommen minütlich drauf. So, wir probieren es nochmal. Ah, okay. Ich mach mal hier ein bisschen. So, und hier seht schon, es hat keine 10 Sekunden gedauert, da haben wir den ersten Spieler für 500 Münzen gekauft, den wir jetzt für 700 Münzen direkt wieder verkaufen können. Der ist innerhalb von ein paar Minuten dann weg. So macht ihr am Anfang eine Menge Coins, Freunde, glaubt mir. Und ja, die letzte Frage ist natürlich, wann kann man am besten snipen? Man kann 24/7 am Tag oder man kann 24/7 snipen. Es gibt natürlich den einen oder anderen Tag, da ist es am besten oder da kann man am besten snipen. Dazu zählt zu einem der Montag. Ganz einfach aus dem Grund, da gibt es die Squad Battles Belohnung. Heißt, viele Spieler ziehen Packs. Viele neue Spieler, viele neue Objekte kommen auf den Transfermarkt.
Und am Donnerstag, da gibt es die Division Rivals Belohnungen und die Wochenendliga Belohnungen. Da kommen auch wieder viele Spieler auf den Transfermarkt. Heißt, es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten, Spieler zu airsnipen. Und das war auch schon das ganze Geheimnis von der ersten Methode, dem Web-App-Snipen. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Gerne auch den Kanal abonnieren, damit ihr die nächsten Trading-Methoden nicht verpasst. Und schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was euer bester Snipe war und ob ihr mit dieser Methode klarkommt. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns und haut rein.